So, meine lieben Freunde, da bin ich wieder. Okay, genau, hier bin ich ja stehen geblieben. Wir haben gesagt, oder ich habe gesagt, dass wir das jetzt nächstes Mal. Ich war mal überlegen. Bin ich runtergefallen? Ne. Ist hier uns. Was? Achso. Dass hier unsichtbare Plattformen gibt, weil es ist ja schon ziemlich knapp immer. Da! Ist doch unglaublich. Ich glaube, ich mache was falsch. Ach, verdammt. Na, verdammt. Jetzt will ich ihn. Jetzt habe ich ihn schon zweimal gut getroffen. Okay, den habe ich jetzt. Verdammt, ich wollte ihn gerade noch. Jawohl. Was? Alter! Hat der da gerade eine Power, eine Supermesse überlebt? Kann ich die eigentlich nicht auch mit der Waffe killen? Nee, irgendwie ging das ja eben nicht, wa? Powerbombe. Ach man. Übrigens, die Eisgiganten, die kriege ich auch mit der Powerbombe besser down. Aber warum soll ich das machen? Weil ihr habt ja gesehen, mit den Plasma-Beam geht es genauso gut. Sag mal, jetzt würde ich das nochmal kontrollieren. Das ist so. Übrigens sind die Tarnsiedler jetzt auch sichtbar mit der Waffe. Aber es ist sinnlos. Warum sollte ich das machen? Ach so, ich wollte euch eigentlich noch was zeigen. Das habe ich auch nicht mehr. Habe ich auch nicht mehr dran. Man kann nämlich die Vögel in den Schozoruinen, die oben am Himmel waren, die konnte man auch abschießen. Das habe ich euch vergessen zu zeigen. Das ist jetzt ein wichtiges, ist nur ein bisschen Trivia. Aber na gut. Doch, hier bin ich richtig, weil hier kriegen wir auch noch mal ein Artefakt. Hä? Hinter mir. Ah! Verdammt. Okay. Die Viecher sind in den so, das ist so Super Meteorit und so richtig starke Gegner. Hier finde ich sie jetzt nicht so unbedingt berauschend. So, ansonsten hier Items haben wir ja so alles gefunden, meiner Meinung nach. Nur hier habe ich gesagt, müssen wir irgendwann nochmal herkommen. Das ist auch eine Sache, das muss man erstmal wissen, ey. Na denn, rauf da mit uns. Verdammt. Einfach nur als Beschwerung gedient. So, jetzt kommen wir unten rein. Und ein weiteres Artefakt. Ja, hier ist wirklich eine Menge zu erledigen. Jetzt werden jetzt nur drei. Und zwei weiß ich halt noch, aber naja, gut. Da rein mussten wir jetzt nicht gehen, da haben wir ja den Wave-Beam bekommen. Und uns zählt auch noch die Erweiterung für den Plasma-Beam. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da weiß ich auch gar nicht mehr, wo der war. Wieso komme ich denn da nicht drauf? Ich sag mir ja, oder ich hoffe auch tatsächlich, dass wir den hier finden. Die Erweiterung ist genauso, so kann ich euch schon sagen, ist nichts Spektakuläres. Ist auch wahrscheinlich eins der Sachen, die ich auch nicht so oft einsetzen werde, weil ich sie, wie gesagt, als recht sinnlos erachte. Wieso kann ich. Oh, doch, kann ich. Aber nicht von vorne. Ne, nur von hinten. Aber da sterben sie wenigstens One-Hit wieder. Ja, der Plasma-Beam, ist echt ziemlich stark.
Und hier hat man wieder Items. Ey, haufenweise Items. Uns fehlen auch eine ganze Menge an... Oh, das ist ja krass. Habt ihr gesehen? Ich bin nicht eingefroren worden. Schon tot. Lol. Und das musst ihr euch mal noch vorstellen. Das war ein Halbendgegner. Also, Entschuldigung. Ich habe auch gehört... Ich habe oft gehört, dass ihr euch ein bisschen lustig übermacht. Oder, dass... ihr diese Wortwandlung nicht kennt. Das ist Halbendgegner. Na gut, das ist von mir eine ganz alte... Ja, das habe ich immer früher gesagt. Ich weiß gar nicht, ob das sogar nicht in den einen Zelda-Lösungsheft mal früher so drin stand. Ich habe immer früher die Lösungshefte von den N64-Spielen immer gesammelt, weil ich die einfach toll fand. Nicht mal unbedingt wegen den Lösungshalber, sondern einfach, weil die auch sehr schön aufgebaut waren. Und die haben auch manchmal tolle Secrets verraten. Und außerdem darf man nicht vergessen, dass zu meiner Zeit früher auch das Internet jetzt nicht überall vertreten war. Wir hatten das, glaube ich, zu der Zeit auch noch nicht. So, bin ich jetzt doof? Warum? Ich wollte hier oben rauf, aber... Ich hab's mir gerade irgendwie verbaut, oder? Ja. Nochmal. Oh, ist das Blödsinn, was ich hier mache. Kann doch natürlich auch sein. Das ist Blödsinn, was ich mache, glaube ich. Hier rüber, genau. Und die arktischen Sturzsegler sind übrigens auch nicht mehr da. Das muss ich aber ganz ehrlich sagen, verstehe ich nicht. Das ist auch wieder eine der einzigen Situationen, wo man die scannen konnte. Ganz wichtig, Powerbomben-Upgrade erhalten. Finde ich wirklich sehr wichtig. Weil Powerbomben, wenn wir auch für den Endboss sehr doll benötigen... Hier muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich auch nicht. Ich bin der Meinung, da ist nichts. Ups. Ich geh jetzt wirklich nur mal sicher, weil ich mir wirklich nicht sicher bin. Ich würde zu 90% sagen, dass da nichts ist, aber das hat hier manchmal nichts zu bedeuten. Vor all dem fehlt uns ja auch noch dieses eine Artefakt. Und also das, ich kenne einen Artefakt, weiß ich noch, das ist hinter so einer Tür. Aber ich höre hier kein Item. Ups. Ich höre hier nichts. Ne. Alles klar. Nö, dann habe ich mir gewissen beruhigt. Es gibt hier, wie gesagt, ein Artefakt, das ist hinter... Das ist in... Meine Güte, warte... Warte mal kurz. Wo? Hä? Warte doch hier hin. Das ist, wie gesagt, hinter einer Tür. Klar, in einem Raum. Aber die Tür ist hinter so einer Eiswand. Oder hinter so einer Schneewand. Man sieht's halt nicht. Hier unten war nur was zum Scannen. Das wusste ich auch nicht mehr. Das war, deswegen sage ich ja, aus diesem Grund musste ich mich jetzt nochmal vergewissern. Das ist bestimmt der Eisgigant wieder da, oder? Hm. Bin gerade nicht gesehen. Kann ich irgendwo abkürzen? Ach meine Güte, jetzt muss ich echt normal laufen. Ich mich echt nicht mehr ein. Okay. So, wieder hier rauf. Rüber. Und ab ins nächste Bereich. Alter, stirb! Geht doch. Die hatte ich, oder? Das sind ja ganz normale Exitusse, oder? Exitusse. Ja. Aber gerade in so einem Räumen könnte das sein. Ich
ja kein Item. Ach verdammt. Mit Anschleichen war wohl nichts mehr. Boah, der hängt schnell auch down. Kann ich anvisieren doch. Hä? So. Okay. Muss ich das Spielchen jetzt echt nochmal machen? Hm, ich will aber nicht. Naja. Oder gibt's einen Grapple Beam? Ach so, nee. Stimmt. Ich kann ja hier abkürzen. Ah, hier könnte ich auch nochmal gucken. Ja, das könnte sein. Oder? Nee. Gut, ich dachte. Nicht? Meine Güte, ich weiß echt nicht mehr, wo das war. Nee, das nicht. Und mit den Visa konnte man den erkennen, das weiß ich nämlich noch. So, ich will noch speichern gehen. Und dann muss ich mich in die Piratenfestung nochmal reinwagen. Die Items haben wir da nicht verpasst, oder? Bin der Meinung, eigentlich nur das Artefakt müssen wir da uns holen. Oder? Wartet mal, das könnte sein. Nee, da unten war noch was. Oh, wir müssen dann aber dafür ganz durchgehen. Hm. Toll. Bin ich mal gespannt, ob ich die auch besser damit sehe. Ne, damit sieht man sie komischerweise nicht so gut. Ja, mir. Ich sehe dich, mein Freund. Oh, zwei so noch. Na, ah, der ist tot. Sag ich ja. Haha. Okay. Na. Oh Gott, ich treff nicht. So, jetzt. Oh, das sind zum Glück noch die einfachen Geschütze. Da hätte ich auch einen ganz normalen Raketenwerfer nutzen können. Oh, und wir müssen wieder so arbeiten. Oh, hups. Na, gib's doch mal. Okay, jetzt können wir wenigstens hier schneller durch. Damit wir hier nicht so einen Affenstall. Brennen wir die erstmal alle. Oh, ich hab sie nicht getroffen? Ich hab aber schwören können, dass ich die treffe. Irgendwie bin ich mir auch noch irgendwie sicher, dass ich ein Schiff was vergessen habe. Ah, ich hab ihn leicht geschliffen wohl damit. Also getroffen scheine ich ihn zu haben. Oh, wounded? So, wahrscheinlich wieder. Boah. Oh, Freunde, der Part ist vorbei. Wir sind gleich beim ersten Artefakt in der nächsten Folge, wenn wir das erstmal hier fertig machen und mal gucken, was wir hier noch alles so erreichen. Also, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Nicht vergessen, Freunde, mir noch einen Kommi zu hinterlassen. Über einen Daumen hoch würde ich mich auch sehr freuen. Und wenn ihr auf den aktuellen Stand bleiben wollt, dann abonniert mich doch.